Die Pflege der ungarndeutschen Traditionen spielt in Harkan eine wichtige Rolle. Die deutsche Selbstverwaltung in der Stadt versucht, jede Gelegenheit zu nutzen, und so fand bereits zum vierten Mal das Harkaner ungarndeutsche Chortreffen statt. Dieses Jahr organisieren wir mit der deutschen Selbstverwaltung Harkan bereits das vierte Mal dieses ungarndeutsche Chortreffen in der katholischen Kirche Herz Jesu. In diesem Jahr schließt sich unser Programm in die Programmreihe der Herz-Jesu-Kirmes Harkan an. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir als Ort dieser Veranstaltung die katholische Kirche bekommen haben und hier teilhaben dürfen. Das Ziel der heutigen Veranstaltung ist besonders die Überlieferung von ungarndeutschen Kirchenliedern und der ungarndeutschen Kirchenmusik und natürlich auch hauptsächlich das Preisen des Heiligen Herzens Jesu. Das Chortreffen fand am Samstag im Rahmen der Herz-Jesu-Kirmes in Harkan statt, gefolgt von einer festlichen Heiligenmesse. Die Herz-Jesu-Kirmes in Harkan ist das Fest des Heiligen Herzens Jesu. Das ist die Kirmes der katholischen Kirche. Und das Ziel unserer heutigen Veranstaltung ist einfach Lobgesänge für den lieben Gott zu singen, für Jesus zu singen, Jesus zu preisen. Denn das ist das oberste Ziel des Singens, meines Erachtens. Wie der Lobgesang und unsere deutsche Selbstverwaltung mit der Herz-Jesu-Kirmes zusammenhängt, ist sehr einfach. Lassen Sie mich bitte ein Zitat hervorheben, was dem heiligen Augustinus zugeschrieben wird. Wer singt, betet doppelt. Am Nachmittag konnten die Interessenten den Gesang von vier Chören genießen. Sie hatten ein ähnliches Repertoire, da das Ziel darin bestand, deutschsprachige Kirchenlieder vorzutragen, mit denen die Teilnehmer einen großen Beitrag zur Bewahrung der ungarndeutschen Traditionen leisteten. Bei der heutigen Veranstaltung können die Interessenten und die Anwesenden in der Kirche vier Chöre hören, vier ungarndeutsche Chöre. Einmal der Niemescher Kirchenchor, der Chor des Tolnauer Deutschen Freundeskreises und der traditionsbewahrende Chor aus Borch, beziehungsweise der Singvögelchor unserer deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung als Organisator in Harkan. Wir vier Chöre nehmen teil. Wir haben uns alle vier Chöre mit Lobgesänge und mit Herz-Jesu-Lieder vorbereitet, um das Heilige Herz Jesus Christus zu preisen und anzubeten, beziehungsweise Jesus, um Jesus in unser Leben einzuladen. Silvia Flügel, Abgeordnete der deutschen Selbstverwaltung in Harkan, hält diese Veranstaltungen für wichtig, da die Musik wesentlich zur Bewahrung der ungarndeutschen Identität beiträgt. Sie selbst ist auch Mitglied des Singvögelchores der deutschen Selbstverwaltung in Harkan. Ich bin seit 4 Jahren Mitglied des Chores und seit 2 Jahren begleite ich unseren Chor auf dem Akkordeon. Auch heute werde ich auf dem Akkordeon spielen. Heute legen Sie mit Ihren Liedern mit Akkordeon und Gitarrenklang Zeugnis davon ab, dass die Musik, insbesondere die Kirchenmusik und der Gesang, welch ein wunderbares Geschenk Gottes ist. Sehr wichtig ist die Überlieferung der Kirchenlieder, besonders auch der ungarndeutschen Kirchenlieder. Und das versuchen wir auch heute zu pflegen. Die ungarndeutsche Selbstverwaltung der Stadt organisiert zahlreiche traditionelle Veranstaltungen, darunter das Herbstfest, was in diesem Jahr am 19. Oktober stattfinden wird. Unsere deutsche Selbstverwaltung organisiert auch dieses Jahr, wie auch in jedem Jahr, unseren deutschen Abend im Sommer. Dieses Jahr am 3. August, am Samstag, wozu wir alle Interessenten auch herzlich erwarten und einladen. Wir werden bei diesem Kulturprogramm, da geht es nicht um kirchliche Lieder, da geht es um die Pflege der ungarndeutschen Traditionen, Gesangs- und Musiktraditionen. Da werden wir auch Gruppen einladen, die Tradition pflegen und weitergeben. An das Chortreffen schloss sich am Samstag ein Festgottesdienst an, bei dem die Chöre die Feier mit ihrem Gesang bereicherten.